Ich heiße jetzt willkommen zurück zu Pokémon Weiß 2 und unserem Randomizer Nuzlocke Challenger. Bevor es losgeht, wir dürfen mal wieder unsere Einstellungen und Regeln zeigen. Falls man hier nochmal rüberlesen möchte, kann man jetzt die Zeit nutzen oder in der Videobeschreibung den Link dazu anklicken. Wir sind vor der größten Herausforderung unserer Karriere, und zwar der Siegesstraße. Wir haben uns hier hingearbeitet, wir haben uns dafür vorbereitet, so gut es ging. Und bitte entschuldigt, dass ich jetzt noch nicht ganz zeige, wie sich das Ganze bei den unterschiedlichsten Pokémon weiterentwickelt hat. Das hat seinen Grund, später dazu mehr. Wir haben, hey, hier einen Freund auf uns warten. Da bist du ja. Am Ende der Siegestraße befindet sich die Pokémon-Liga. Ich habe Pokémon-Kämpfe immer verabscheut, weil die Pokémon dabei verletzt werden können. Aber alles hat zwei Seiten. Bei Pokémon-Kämpfen geht es nicht nur darum, Gewinner und Verlierer zu ermitteln, es geht um mehr. Man testet die eigenen Stärken aus und die seiner Pokémon. Und die des Gegners und dessen Pokémon. Das gegenseitige Akzeptieren anderer Meinungen und Lebensweisen löst eine Kettenreaktion aus, die das Potenzial zu einer weltweiten Toleranzbewegung hat. Die Pokémon-Kämpfe sind ein kleiner, aber doch großer Schritt in diese Richtung. Das hat mir mein Freund Reshiram beigebracht. Und das ist auch die Formel, die ich auf meinen Reisen durch die Welt aufgestellt habe. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst, was das bedeutet. No. Ach, genau. Nimm das hier mit. Auf der Siegesstraße gibt es einen Ort, den man nur mit der VM-Attacke Kaskade erreichen kann. Check. Ich werde nun nicht hingehen und das ansatzweise dem Pokémon beibringen. Ja, du und dein Pokémon-Team, ihr könnt es schaffen. Ihr könnt in der Pokémon-Liga gewinnen und eure Wahrheit, eure Wirklichkeit erfahren. Ich sehe es vor mir. Okay, ich hatte kurzzeitig Bedenken, dass wir vielleicht gegen ihn kämpfen müssen. Zum Glück ist es nicht der Fall. So. In diese Richtung. Ordenskontroll-Tor. Und zwar. Ja, genau. Das hatte ich mir schon so ein bisschen gedacht. Besitz des Grundordens bestätigt. Für jeden Orden haben wir hier einen Checkpoint. Das wird hier alles ein bisschen kürzer gehalten. Giftorden. Käferorden. In den vergangenen Spielen haben sie das zum Teil immer so ein bisschen in die Länge gezogen. Voltordens. Wo man dann durch die unterschiedlichsten Tore erst durchmarschieren muss. Hier ist es wenigstens eine Gerade, wenn man zu sehen möchte. Der Seismoorden. Der Jet-Orden. Der Legenden-Orden. Sowie der Wellen-Orden. Immer noch eine merkwürdige Reihenfolge. Aber gut. Damit kommen wir zu dem großen Tor. Das ist ein ganz schöner Aufwand. Nice. So, von dem, was ich schon so ein bisschen weiß, wir wollen hier ganz bewusst unseren Itemradar rausholen. Denn hier gibt es so ein paar Sachen, die definitiv versteckt worden sind. Jetzt will ich ganz kurz gucken, was ist das? Achso, das soll einfach ein Pokémon-Center sein. Das ist natürlich nicht verkehrt. Natürlich wirklich nicht verkehrt. Die große Frage ist, ob es die Möglichkeit gibt, mit Fliegen zum Beispiel hier wieder hinkommen zu können. Ah, wunderbar. Genau nach diesem Gegenstand habe ich gesucht gehabt, denn wir haben ein Pokémon, das danach schreit. Der Finsterstein gibt nämlich uns die Möglichkeit, unser Traunfugil weiterentwickeln zu lassen. Ich war dann so frei und habe die verbleibenden Gegenstände, die man hier finden kann, auch noch schnell eingesammelt. Und jetzt, würde ich sagen, ist es soweit. Wir betreten die Siegesstraße. Hier haben wir eine wieder mal sehr große Herausforderung vor uns. Wir haben ein sehr großes Gebiet, sehr viele Pokémon-Trainer, die zum Teil sehr, sehr stark sein könnten. Und gerade mit dem Randomizer-Effekt könnte das auch nochmal sehr böse aussehen. Und natürlich, wir haben hier die Ehre, mit einem neuen Gebiet nochmal ein Pokémon fangen zu dürfen. Und dadurch, dass danach nur noch die Pokémon-Liga kommt, was das Ende unseres Playthroughs darstellt, müsste das tatsächlich jetzt auch das letzte Pokémon sein, das wir hier fangen dürfen. Oh, nice.
Das ist ein Psycho-Pokémon. Wenn wir ganz ehrlich sind, das haben wir bisher noch so überhaupt nicht wirklich in diesem Playthrough bekommen dürfen. Gut. Wir haben eine lustige Situation, denn beim letzten Mal, denke ich, hatte ich behauptet gehabt, hey, unser jetzt mittlerweile Bruder Lander, als es damals Kindwurm, das wird vermutlich nicht seine letzte Entwicklungsstufe erreichen, anders als Rally Over. Die Wahrheit ist, es ist genau umgekehrt. Mit Level 55 konnte er sich, glaube ich, hier nochmal weiterentwickeln. Wohingegen Rally Over erst mit 64 das tut. Mit anderen Worten, das wird vermutlich so überhaupt nicht passieren. Ha, auch er hat Leitteile. Verbrennung wird ihm jetzt hier nicht allzu viel ausmachen, außer dass es konstant Schaden macht. Das heißt also, ab einem gewissen Punkt müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel Schaden mehr machen. Aber ich würde sagen, von nun an versuchen wir bereits, nicht über Pokémon, über Beutel, das Pokémon zu fangen. Und ich gehe auch gleich Hyperball. Wunderbar, das war doch schick. Keine großen Probleme dabei. Der Pokédex sagt, ein Vermehrungs-Pokémon, das ist nämlich eine Zelle, die startet nämlich ultra klein, wird ein bisschen größer und dann irgendwann bekommt es Arme. Also wir haben tatsächlich hier schon die letzte Entwicklungsstufe. Seine Arme bestehen aus einer speziellen Flüssigkeit. Dank seiner Psychokräfte kann es mit ihnen Felsen zerschmettern. Ha. Gut. Und dann haben wir die Ehre, noch einmal hier einen Namen verteilen zu dürfen. Tut mir dementsprechend schon mal leid für die restlichen, die hier nicht drangekommen sind, aber wir haben, anders als bei vielen bisherigen Pokémon Let's Plays, noch viele Leute mit dabei gehabt. Also, das war dann doch eigentlich sehr cool. Oh. Diesmal nicht jemand, der wirklich auf physischen Attacken zurückgreifen darf. Aber besser passt leider nicht rein. Nun geht's wirklich los. Aber wir sind natürlich so clever, werden uns hier insgesamt logischerweise versuchen, das so angenehm wie möglich zu gestalten. Heißt also, wir werden mit Superschutz arbeiten und wir wollen definitiv in dem heutigen Teil hier durchkommen. Okay, gegen sie müssen wir kämpfen. Das sind Astrainer, sind immer gefährlich. Gucken wir mal. Sag, wer hat dich auf deiner Reise bis hierher begleitet? Pokémon. Ein paar von sind dabei auch verstorben, aber das ist wohl ein anderes Thema. Der. Zwei Pokémon. Ein Hippoterus. Ist es nicht ein reines Boden-Pokémon? Und die Farbe finde ich so ungewohnt. Ich hätte schon fast gesagt, es ist ein Shiny-Pokémon, was natürlich nicht der Fall ist. So, hast du... Oh, du hast Sandsturm. Das ist nicht unbedingt notwendig. Ja, man sieht, unsere kleine Level-Aktion war schon durchaus notwendig, denn die sind hier alle auf Level 55, denke ich, in dem Dreh mal. Gut, wir haben unser Team. Man sieht, wir haben so einige Sachen dabei. Aber auch so ein bisschen Abwechslung mit. Speziell jetzt hier zum Beispiel mit unserem Turtok. Das ist nicht nur einsatz dabei, weil es das Wasser-Pokémon für unser aktuelles Team sein soll, sondern es ist auch gleichzeitig das Pokémon, das, denke ich zumindest, falls wir tatsächlich auf Situationen treffen, wo wir irgendwas mit Stärke verschieben müssen oder vielleicht sogar Surfer bräuchten, dann werde ich ihm das sogar auch beibringen. Ansonsten ganz wichtig, Eisstrahl hatte ich während des Levelings gefunden gehabt und das wird uns natürlich auch nochmal weiterhelfen. Gerade weil es zwar eine schwächere Attacke ist im Vergleich zu Blizzard, aber dafür halt genauer. Und das ist für mich immer wichtig. So, das war zwar sehr effektiv, aber dafür haben wir immer noch gut auf die Nase bekommen. Das finde ich weniger fein. Das heißt also, wir müssen aber mal hoffen, dass der nächste Gegner vielleicht nicht unser Turtok bis in den Yada benötigt. Ein Swarovski. Habe ich da jetzt ein Pokémon aktiv dabei, das mir hilft? Lustigerweise eher weniger. Obwohl, wir haben mit dem jetzt Traum Magiel ein interessantes Pokémon, das so ein paar
doch interessante Attacken uns ermöglicht. Ja, hier Chip Damage. Aber wir haben das Schöne, hier mit Überresten uns nochmal gleich wieder heilen zu dürfen. Und zwar, das ist ein Pokémon, das sehr viele unterschiedliche Attacken lernen kann. Wie zum Beispiel Donner, sowie auch Juwelenkraft. Mit anderen Worten, zwei Attacken, die effektiv sind gegen Flug. Aber natürlich Donner gerade gegen ein Flugwasser-Pokémon ist nochmal eine ganze Ecke gefährlicher. Es muss halt leider nur auch lernen zu treffen. Goodbye. Das überlebst du niemals. Wunderbar. Ich sehe schon, du wurdest von deinem treuen Pokémon-Team begleitet, nicht wahr? Ich sollte, wenn ich hier gerade eh schon bin, mal kurz nebenbei wieder den Itemradar anmachen. Okay, jetzt kommen wir hier gleich schon zu dieser ersten lustigen Situation. Wir haben gleich mehrere Wege, die wir wieder einschlagen können. Dementsprechend, nope. Wir müssen einfach mal so ein bisschen gucken. Wir haben Steine, die wir verschieben können. Die Frage ist, ob wir es müssen. Aber ich habe es hier schon so ein bisschen angekündigt. Ich habe ein Pokémon dabei, das es notfallshalber auch erlernen kann. Es tut mir definitiv etwas leid, hier dem Turtok seine, ich nenne es mal Signaturattacke, mit Hydropumpe zu entfernen. Aber wir müssen uns einfach eingestehen, dass sie aufgrund ihrer Ungenauigkeit einfach mir zu gefährlich ist. Heißt also, Siedewasser, was er jetzt aktuell kann, oder Surfer, sind einfach bessere Optionen. Oh, ja, ich werde natürlich so frei sein. Kann man. Und vielen Gegnern dann doch versuchen, aus dem Weg zu gehen. Es ist zwar schön, hier XP zu bekommen, aber das kriege ich auch so allein gebacken. Okay. Oh. Dazu dürfen wir nicht vergessen, es ist eine Nutzlocke. Heißt also, jeder Kampf ist eine Gefahr. Halt, warte, genau. Mit dir rede ich, junger Trainer. Schau dir mal meine Pokémon an. Heißt also, jeder Kampf kann dazu führen, dass wir Pokémon verlieren. Sabrina. Interessante Schreibweise. So ein Geowatz, das ist ein Problem für unser Brutalander. Denn es ist nicht nur ein reiner Drache, sondern es ist ein Drache-Flug-Pokémon. Dazu hat es auch, glaube ich, keine Attacken, die er hier aktuell nutzen kann, um wirklich Schaden anzurichten. Interessant ebenfalls, dieses Pokémon, wenn es mit 55 sich weiterentwickelt, erlernt Fliegen. Also es ist eher erlernt eine VM. Okay, wir hätten zwei Optionen mit theoretisch Wasser und Pflanze, jedoch, dadurch, dass der Gegner vom Typ Boden ist, würde er hier Probleme machen gegen ein Pflanzen-Gift-Pokémon. Heißt also, wir laufen doch wieder auf die Gefahr, nur mit ihm arbeiten zu können. Guten Tag. Okay, Tarnsteine. Je nachdem, was er als zweites Pokémon der Gegner bringt, könnte das natürlich unangenehm werden. Oh, er hat Robustheit. Oh, und er wurde vergiftet. Verbrannt. Das heißt also, der verabschiedet sich jetzt so oder so. Sehr schick. Oh, ein Ampharos. Das ist ein Problem. Ha. Das ist ein ernsthaftes Problem. Das Problem ist, wir haben ein Wasser-Pokémon im Spiel. JD ist Flug. Die restlichen würden theoretisch gehen. Das Problem ist, neben Ninjada, der stärker lernt, hatte ich einen Night Booster, den Brandstempel verlernt und ihn dafür Dampfwalze beibracht. Das heißt also, er könnte hier funktionieren. Die Frage ist, und das habe ich jetzt, und das ist immer mein Problem, ich habe nie so genau vor Augen, was deren Stärke und Schwäche sind. Mir ist zum Beispiel klar, er ist mehr auf Stärke als Spezialangriff oder auf Angriff statt Spezialangriff ausgeht. Ich weiß noch nicht, wie es mit der Verteidigung aussieht, denn ich weiß, dass Ampharos sehr stark sein kann. Dementsprechend,
Du, zeig mir mal ganz kurz. Du hast Stachelspore. Wir könnten also überlegen, ihn reinzubringen. Zu paralysieren. Aber dann müssten wir schon hoffen, dass wir. Also, ich mach's trotzdem mal. Denn das Schöne ist, Elektroattacken sind. Nevermind. Ich wollte sagen, Elektroattacken haben nicht. Doch, haben sie. Sind weniger effektiv gegen Pflanzen-Pokémon. So, wir haben Tarnsteine-Schaden genommen. Das ist aber nicht die Welt. Er hat seine Verteidigung erhöht. Das ist nicht fein. Säure kann, glaube ich, nicht vergiften. Ah. Oh, Ampelleuchter. Ha. Ich hoffe, ein Angriff hält hier noch aus. Okay. So, das Wichtige ist, der Blättersturm ist nicht falsch, aber er reduziert eigene Werte. Das ist mir zu riskant. Dementsprechend, wir versuchen. Wow. Das hätte nicht besser laufen können. Er hat nämlich wirklich Angst, da irgendwas anderes reinzuschicken. Du hast echt was auf dem Kasten. So viel Kraft ist einfach sympathisch. Ich war so frei. Oh, hier wartet ein Doktor auf uns. Nope, nicht weggucken. Ich bin ein Doktor. Braucht dein Team ärztliche Hilfe? Na los, lass mich mal sehen. Ja, erstmal logischerweise müssen wir ihn verhauen. Ich war so frei und habe mein Team nochmal angepasst. Denn ich hatte natürlich dann realisieren dürfen. Oh, so lustig es ist. Zwei Gift-Pokémon dabei zu haben, da kommst du nicht allzu weit. Das heißt also, so leid es mir tut. Und das Skorpion-Pokémon hat sich mal wieder verabschiedet. Ich habe dafür ein echt saftes Boden-Pokémon mit dabei. So, Bronzong. Das ist definitiv Stahl. Ich glaube, Stahl-Psycho? Das heißt also, wir werden mal den Flammenwurf auspacken. Da muss ich echt. Das war zwar Schaden, aber auch nicht umwerfender Schaden. Aber gut. Er macht nicht unendlich viel Schaden. Also mit ein bisschen Glück sollten wir ihn mit unserem Flammenwurf schnell abarbeiten. Ja, okay, whatever. Wenn du deine Zeit damit verschwenden willst. Auf jeden Fall mit einem weiteren Boden-Pokémon hoffe ich mir natürlich gerade gegen sowas wie Elektro-Pokémon eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Und natürlich, was aber sowas wie Gift auch einfacher angreifen zu können. Deine Stärke ist unermesslich. Ich bin schwer beeindruckt. Ich heile dein Team, egal ob es nun kerngesund ist oder nicht. Das ist sehr angenehm. Mein Ziel ist es, der beste Doktor der Welt zu werden. Aber fürs Erste reicht es mir schon, wenn ich der beste Doktor Einhalts werde. So. Okay, dafür bin ich jetzt zu faul, dahin zu rennen. Wir laufen einfach weiter. Ha, okay, hi. Das ist ein Veteran. Haben wir erstmal hier. Oh, das sind. Oh, da stehen richtig üble Kollegen. Veteran, Astrainer. Es könnte sein, dass ich den nicht aus dem. Okay, also es könnte ein Doppelkampf werden. Oder ich rede den einen ganz bewusst so an. Wirf mal einen Blick auf meine unzähligen funkelnden Arena-Orden. Hier bin ich einfach mal wirklich so feige, dass wenn ich am Ende gegen beide von denen kämpfen muss, wenn ich die nicht gleichzeitig mehr antun muss, muss ich nicht halt diese. Oh, Luxtra. Sehr schön. Hat sich also schon gelohnt, hier ein Boden-Pokémon dabei, jetzt dabei zu haben. Nicht diesen Doppelkampf wirrwarr entwirren zu müssen. Ha, beide haben Bedrohung eingesetzt. Bitte, ist Bedrohung zählt immer nur fürs erste Pokémon. Das heißt also, jetzt zum Beispiel hier unser Knogger zu bringen, wird davon nicht mehr beeinträchtigt. Also ich hoffe, er kommt jetzt wirklich mit einer Elektroattacke. Ach, Grimasse. Weniger fein. Denn das große Problem ist, sei es Geowatz oder von mir aus auch hier Knogger, die sind eh schon relativ langsam. Das heißt also, auch hier, und da finde ich auch hier wieder ein sehr interessantes Moveset mittlerweile, habe ich ihm die, yes, die Flinkklaue gegeben. Und dann hoffen wir einfach mal, dass hier mit Typenvorteil mit STRB das Ganze hier sehr schnell beendet wird, denn Luxra möchte ich nicht hier stehen lassen. Yes.
Ein Volltreffer, keine Ahnung, ob das notwendig war, aber I take it. So, Cesurium. Ich finde dieses Pokémon immer wieder cool. Ich werde immer wieder nachgucken, was seine Schwachstellen sind. So, es ist anfällig gegen Kampf, aber auch Feuer, Boden. Ja, dann bleibe ich natürlich bei Boden und yes! So soll das laufen. Eisenabwehr ist weniger fein. Denn jetzt steigt die Chance, dass er das überlebt. Wenn der Kampf weiterhin gut für uns verläuft. Das war jetzt nicht allzu viel. Whatever. Metallsound. Interessantes Moveset. Aber das ist ja eh immer so eine Situation. Zum Teil lernen die Pokémon die merkwürdigsten Attacken. Itemsperre. Das ist unfein. Aber wir erhoffen uns einfach mal. Okay, das ist ein ernsthaftes Problem. Das Schöne ist, er greift als erstes an. Genau, das heißt also, das geht daneben. Nächste Runde, falls er das überleben sollte. Mit einem HP werden wir wechseln. So, was hat er bisher eingesetzt? Er hat Nachthieb eingesetzt. Das ist eine Unlichtattacke. Das heißt, wir sollten Psycho und Gestein, wollte ich schon sagen, Geist vermeiden. Kampf. Also was, ich gehe wirklich einfach hier auf unser Brutalander über. Das ist in fast allen Kategorien stark, was die Stats betrifft. Guten Tag. Ja, also da ist nicht viel mit dabei und ich setze einfach den Flammenwurf ein. Wunderbar. Dein Talent ist blendend, du strahlst so hell, dass ich nicht mehr sehen kann. Und jetzt versuchen wir natürlich trotzdem an ihr vorbeizukommen. Deine Ausstrahlung erinnert mich an einen Trainer, den ich vor 2 Jahren begegnet bin. Wer könnte das wohl sein? I don't know. Okay. Nächster Ast-Trainer. Ogga. Ein Empoleon. Das ist interessant, denn es ist nicht nur ein Wasserstarter-Pokémon, sondern es ist ein Wasserstahl-Pokémon. Das Lustige ist nur, dank Wasser ist er logischerweise jetzt nicht mehr anfällig gegen Feuerattacken. Dementsprechend lasst mich einmal ganz kurz gucken. Kampf, Boden, das sind die anderen beiden Elemente. Habe ich jetzt nicht so im Angebot. Starten wir mit Feuerodem, denn ich meine, es ist die Attacke, die tierisch paralysieren kann. Ohrschnabel? Das ist auch nicht allzu fein. Sinnenkopfstoß ist so eine Attacke, die relativ ulkig ist. Sie ist nicht die genaueste, aber ich habe sie ganz bewusst ihm jetzt hier erstmal noch nicht wieder verlernt. Ich sollte damit aufhören. Weil es nun mal... Oh, ist das eben nicht sogar hilfreich, die den Gegner kämpfen, während ein Weißnebel wird? Ja, wechseln wir einfach hier auf. Es ist einfach eine Psychoattacke, die wir bisher einfach nicht wirklich nutzen durften. Oh, ist das eine Flugattacke? Shit. Okay, das ging aber noch in Ordnung. Das heißt, wenn wir... Also, ich nehme Blättersturm. Lass da gar nichts anbrennen. So, dann finden wir auch mal ganz kurz heraus, was da reduziert wird. Okay, Angriff, das geht sogar tatsächlich noch, denn wir haben nur noch die Laubklinge als Alternativattacke, die wiederum den Spezialangriff nutzt. Nice. Ein Chadrago. Okay. Das ist ein Drachen-Pokémon, das interessanterweise keine Weiterentwicklung hat. Oder logischerweise Vorentwicklung. Es kommt als So-Pokémon hier einem entgegen. Und ich finde es relativ ulkig. Es hat zwar nicht die Farben, aber gerade so das Gesicht und auch die... Oh, Glück gehabt. Und auch die Flügel erinnern mich so ein bisschen eher an einen Pflanzen-Pokémon. So, Drache,
Eis sind die beiden Elemente, die wir hier einsetzen wollen. Das heißt also, ich gehe tatsächlich hin und nehme in dem Fall einfach mal ein Wasser-Pokémon, das Eisstrahl kann. So, wir hoffen uns einfach mal, dass das tanky genug ist, dass es von Nachthieb nicht erst beeindruckt wird. Gut. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass wir den so schnell es geht besiegen können. Und vielleicht Paralyse? Yeah! Es uns hier auch hilft. Okay. Dieser Trainer war genauso rücksichtsvoll und zugleich kompromisslos wie du. Ich war rücksichtsvoll. So, versuchen wir uns jetzt hier mal weiter voranzuarbeiten. Ja, okay, das lasse ich einfach mal da so, wie es ist. Okay, dadurch, dass es so nach oben geht und in der Mitte sich auch hier von diesem Bereich befindet, gehe ich hier einfach mal lang. Okay, gut. Damit könnten wir jetzt nach oben oder zur Seite. Ich meine, das wurde versperrt. Oh no. Ah, bitte sag mir nicht, dass ich hier durch muss, weil ich will keinem Pokémon Blitz beibringen müssen. Ah, Moment, lass mich nur den Itemradar anlassen. Gehen wir erstmal den anderen Weg. Und hoffen, dass es tatsächlich hier einfach nur ein Weg ist, den ich nicht gehen muss. Okay, Astrin, an dem ich nicht vorbeikommen darf. Alles, was ich will, sind starke Pokémon. Das ist nichts. Ja, nachvollziehbar. Till. Statt mit einem Dooflore. Das einzige Problematische an dem Pokémon ist eigentlich nur, dass es halt ganz gerne mit Statusveränderungen um sich wirft. Aber, und das tut mir jetzt gerade so ein bisschen leid für unser Feuer-Pokémon, das wir dabei haben. Ich habe mittlerweile so viel in Flammenwurf beigebracht, dass ich es theoretisch gar nicht brauche. Blättertanz sollte eigentlich nicht viel Schaden anrichten. Genau. Ich bin einfach so frei, bevor er irgendwelche Fähigkeiten hat, dass, wenn ich auf ihn herumbeiße, er mich vergiftet oder sowas. Sicherheitshalber einfach hier ein AP verschwenden. Ein Zebritz. Das ist ein reines Elektro-Pokémon. Es ist ein Pokémon, das ich durchaus cool finde, aber niemals selber haben möchte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay. Natürlich muss man hier immer so ein bisschen darauf hoffen, dass es jetzt hier, ja, sehr gut, nicht irgendwelche anderen Attacken einsetzt, sowas wie Stampfer oder ähnliches, wäre natürlich so eine typische, so eine typische Pferdeattacke, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber grundlegend halt einfach nicht Elektroattacken, müssen wir aufpassen, denn Knocker ist, glaube ich, nicht ein Pokémon, das mit allzu viel Verteidigung um sich werfen darf. Aeroas. Oh, plus Flinklaue. Sehr gut. Und das war's dann auch schon wieder für die. Die haben alle viel zu wenige Pokémon. Nicht zu fassen, meine Pokémon sollen verloren haben. So, den Pokéball würde ich ganz gerne mitnehmen. Denn wir haben Schutz, wir sind eh gerade hier. Super. Damit kann ich leider nichts anfangen. So, in jeder Siegesstraße gibt es eine Situation, die hier, weiß nicht, ob es hier jetzt speziell ein Problem sein wird, aber es ist nochmal eine Herausforderung. Okay, mal ganz kurz nochmal den Itemradar anmachen. Nice. Denn man wird hier vermutlich wieder auf den Rivalen treffen. Nee, von mir aus. Aber ich die mittlerweile eher nicht gerne einsetze. So, ich kann mich an dem vorbeischlingeln. Ich muss nur so ein bisschen Glück haben. Das Wichtige ist, ich glaube, sie können nicht einen 180 hinlegen. Also wenn sie nach oben gucken, können sie nicht auf einmal nach unten gucken. Aber solange sie halt mit einer Drehung. Hier ist viel Freiraum. Ja, die Situation ist, wenn wir tatsächlich auf unseren Rivalen treffen. Wie immer, wir wissen, es hat das Manaphy weiterhin als Starter-Pokémon und alles andere ist zufällig. Wir hatten häufig
Und das war so die ersten drei, vielleicht vier Kämpfe, wo er immer das Mana-Vieh als erstes hatte. Aber dann hat er irgendwann aufgehört, das zu machen. Dementsprechend sozusagen, oh, man nimmt ganz bewusst halt Ultrigaria oder ähnlich als erstes. Das kann ich nicht garantieren. Hi, so gucken wir mal ganz kurz. Da jetzt wieder runter. Deswegen, das Fiese ist, man sieht, hier kann man in die unterschiedlichsten Ecken rennen. Ja, bevor ich da wieder ins Menü muss. Ich gucke trotzdem mal ganz kurz so ein kleines bisschen nochmal. Hi. Ich gehe weiter nach oben. Nach oben scheint für mich die richtige Idee zu sein. Ich warne dich. Ich bin sehr stark. Willst du trotzdem gegen mich kämpfen? Ich habe keine Wahl. Wenn ich die Wahl wählen könnte, würde ich sagen, nein. No, Salome. Veteranen, drei Pokémon, Venu, Vlibilis. Es ist definitiv Pflanze. Aber irgendwas sagt mir, dass es Pflanze Unlicht oder ähnliches wäre. Was um eine Wurst ist. Die Situation ist nur... Ja, das Problem ist, es ist leider ein Pokémon, das aktuell noch keine Flugattacke kann. Vielleicht sollte ich das nochmal für die Zukunft überlegen. Ich meine, ich habe bisher noch nicht ernsthaft mir ein Team durchdacht, wie es tatsächlich dann für die Top 4 aussieht. Aber dazu später mehr. Okay, das war der erste, der war einfach. Nidoking. Nidoking. Ich weiß, dass die ersten beiden definitiv Gift sind. Ich glaube, er ist aber Giftboden. Das heißt, es wird vermutlich nicht mehr anfällig gegen Bodenattacken sein. Die Frage ist, Bodenpsycho wäre es gegen Gift bei Boden, Wasser, Pflanze, Eis. Probieren wir mal Eis? Ich bin auch mal so ganz kurz so frei und werde nicht nachgucken. Das ist definitiv etwas, was ich für die Zukunft mir überlegen muss. Oh boy. Einerseits finde ich es nicht schlimm, gewisse Sachen nachzugucken. Ich will aber definitiv vermeiden, jedes Mal nachzugucken. Denn es soll natürlich immer so eine gewisse Herausforderung dabei existieren. Okay, das war ein Anfang. Und jetzt erhoffen wir uns... Ist Fuchtler eine Normal- oder eine Kampfattacke? Fuchtler sagt mir eher normal. Entsprechend wäre es relativ irgendwie hier auf ihn zu wechseln, aber... Oh, du bist leider Dings. Ha, das ist ein Problem. Dich darf ich nicht nutzen, weil du Kampf bist. Feuer bist, dementsprechend wäre Boden anfällig. Du bist auch anfällig gegen Boden. Vielleicht gehe ich auf Nummer sicher und gehe zurück zu Butalanda. Oder ich setze ihn ein. Das Problem ist, was ich dann wiederum mit ihm mache, ist mir noch nicht ganz klar. Na, ich mach's trotzdem mal. Ninjala darf auf jeden Fall nicht drin bleiben. So, wir hoffen einfach mal, dass er sich mit Verwirrung selber in... Yes, er haut sich selbst ins Gesicht. Nice. Okay, und jetzt wollen wir eine Attacke einsetzen, die eine hohe Trefferrate hat. Dementsprechend kein Donner. Ich nehme einfach Spukball, denn wir machen mehr Schaden mit Geistattacken. Sehr schick. Ein Schwallboss. Normalflug. Donner. Das hat jetzt auch noch bitte ich eingesetzt. Please no. Ja. Weil Donner ist eh schon super ungenau. Und das macht es jetzt nur schwerer zu treffen. Aber wenn wir mal treffen, ist da hoffentlich gleich Ende im Gelände. Oh boy. Hat jemand. Kann das Pokémon nur eine Attacke? Weil dann ist irgendwann natürlich trotzdem Ende. Wunderbar.
Na gut, ganz so stark bin ich denn doch nicht. Warum habe ich mich nur auf diesen Kampf eingelassen? Weiter geht. Oh, hier kommt gleich der nächste. Die Leute, die hier vorbeikommen, sind die unterschiedlichsten Charaktere. Es macht Spaß, sie zu beobachten und gegen sie zu kämpfen. Wenn du meinst. So, Sancho. Auch wieder drei. Ein Kapanoris. Wasser. Pflanze? Oder nur Pflanze? Ich würde sagen, die beste Möglichkeit, das herauszufinden, ist einfach mal einen Flammenwurf einzusetzen und zu sehen, was passiert. Okay, es ist ein... Oh, Erdbeben. Gegen was ist der Kollege dann anfällig? I don't know. Das ist eine interessante Situation. Nice, okay. Also den werden wir einfach zurechtbeißen. Tja, und mit Naturkraft kommst du nicht weit, wenn du nach dem ersten Mal eigentlich schon wissen solltest, dass das nicht funktioniert. Ha, du Dinges. Nice. So, Shannara. Das nenne ich meine dumme Entscheidung. Hey, Night Booster darf endlich mal so ein bisschen hier mitmachen. Guten Tag. Oh, ich kann Lichtschild machen. Ain't that adorable? So, das größte Problem, das definitiv dieses Pokémon so ein bisschen hat, ist es eher ein stärker, ein auf Stärke ausgelegtes Pokémon. Okay, ich dachte, okay, vielleicht so die Hälfte an Schaden macht er dann. Nope. Nur sehr, sehr langsam alles abgezogen. Für eine Attacke, die 40 Stärke hat, ist es beeindruckend gewesen. Ein Zoroark. Rein und Licht, glaube ich. Das heißt also, wir bleiben beim Zertrümmerer. Oh, Ringgeschmied. Käfer wären natürlich auch noch eine Möglichkeit, aber wer hat schon Käfer dabei? Wir hatten mal Käfer dabei. Aber theoretisch ist es auch kein Käfer-Pokémon mehr. Nice, okay, das sieht gut aus. Eitelsprache, ja, mach nur. Macht bloß keine Attacken gegen mich, damit ich nicht alle 5 Sekunden zum Heiler zurückrennen muss. Schick. Hahaha, Mann, war das ein Spaß. Okay, weiter geht die Reise. Ich hoffe nur, dass vielleicht nicht unendlich viele Tränen. Oh Gott, der geht jetzt noch weiter nach unten, theoretisch. Warte mal eben. Oh wow, es kommt da jetzt schon. Bevor du in der Pokémon-Liga dein Glück versuchst, möchte ich mal gegen dich kämpfen. Oder nochmal gegen dich kämpfen. Als Trainer wächst man schließlich an jeden Kampf. Pose, Okay, der finale Kampf gegen unseren Rivalen. Vier Pokémon, Herz bis heute nicht gebacken bekommen. Oh, ein Electek. Immer noch ein meines Erachtens sehr cooles Pokémon. Wo ich noch nicht ganz weiß, was ich von der neuen ist mittlerweile logischerweise auch in Anführungszeichen, Entwicklungsstufe halten soll. Und das war beiden. Ich finde Electek und Magma richtig cool. Jedoch finde ich die Version von Electek besser, als was auch immer die Weiterentwicklung heißt. Und bei Magma hat halt ein Arschgesicht und das ist so ein bisschen das Problem. Aber die andere, man sieht immer noch diese Enteneinflüsse. Sieht also dementsprechend immer noch so ein kleines bisschen goofy aus. Okay, Schaufler. Yes. Flinklaus, einer der mit besten Items, die man haben kann. Gerade vor allem, wenn man dann so langsame Pokémon einsetzen möchte. Ja, Kreideschrei des. Oh, wow! Glaziola. Eis-Pokémon. Ha. Das ist nicht dumm. Nee, das ging in Ordnung. Diese Attacke habe ich vorausgesehen. Ja, hat er im Endeffekt. Eis. Anfällig gegen Feuer, Kampf, Gestein. Was ist denn Eis stark wiederum? Pflanze, Boden, Flug. Okay. Wenn du wechselst, tue ich das ebenfalls. Ja, 55. Ich habe das erste Pokémon geachtet.
Ah, nice. Es ging nicht nur daneben. Es hätte vermutlich dann eh nicht viel Schaden gemacht. Obwohl man sich nicht unterschätzen darf, es ist eine Attacke, die an und für sich stark ist. Also so ein bisschen wäre vermutlich trotzdem dabei ein KP verloren gegangen. Gut. Okay, wir kehren zu dem Electek zurück. So, und ich bin jetzt einfach mal kurz so faul und nutze einfach mal die Dampfwalze. Und da müssen wir mal gucken, falls er tatsächlich zweimal sich traut, meine Verteidigung zu reduzieren. Oh, sehr gut. Dann würde ich sogar hingehen und... Haha, so ein Pech. Okay, aber mit Blizzard und Donner um sich zu werfen und zu hoffen, dass man damit trifft, sehr riskant. Okay, sweet, sweet, sweet. Das hilft mir nämlich sehr, dass wir hier an Levels bekommen. Oh, Fion, da ist es auch schon. Sein Starter-Pokémon. Das glaube ich, 57. Holy moly. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Pokémon allzu viel stärker geworden ist, einfach weil es schlichtweg keine Attacken erlernt. Säurepanzer? Yes. Okay, lass mich mal ganz kurz nebenbei schnell mal gucken, ja? Fione kann Attacken Generation 5. Okay, also ist erlernt. Ganz kurz. Blubber, Nassmacher, Charm, Superschall, Blubstrahl, Säurepanzer mit 31, Whirlpool, Aqua, Welle, Wasserring, Taucher, Regentanz mit 69, Taucher mit 61. Also ist erlernt theoretisch schon was, so ist nicht, aber bis auf Säurepanzer und Blubstrahl habe ich von dem noch nie was anderes wirklich gesehen gehabt. Und der war häufig an unserer Seite. Sweet. Also, vielleicht tue ich dem Pokémon wirklich so ein bisschen Unrecht. Aber es hat bisher seine Aufgaben eigentlich sehr gut erfüllt. So, ein Amoroso. Das Gestein Wasser, nicht wahr? Solange es also nicht auf einmal Eisattacken auspackt. Blätter schon. Ansonsten auch wichtig, Atomsk, letzte Entwicklungsstufe kann auch nur durch einen Blattstein erreicht werden. Heißt also hier, den einen, den ich bisher gefunden habe, habe ich natürlich dann ihm gegeben. Hooray, du bist echt gut. Ja, da war nicht viel dabei. Honda, dass ich das Ziel meiner Reise erreicht habe, verdanke ich ganz allein dir, ja? Denn jedes Mal, wo wir gegen Team Plasma gekämpft haben, warst du nirgendwo anzutreffen. Du hattest das strahlende Gesicht meiner Schwester sehen sollen. Hier, nimm das als Zeichen meines Dankes. Oh. Oh. Donnerblitz. Ha. Jetzt muss ich eigentlich dann schon wieder überlegen, Leuten Donner zu verlieren. Ah, das ist vermutlich eine bessere Attacke. Ich habe sehr großen Respekt vor dir. Deshalb erwarte ich auch, dass du dir den Titel schnappst und Champ wirst. Du kannst sehr stolz auf dein Team sein. Jetzt liegt es an dir, allein zu zeigen, dass dies dein Verdienst ist. Also dann, man sieht sich. Wäre es nicht clever, in die andere Richtung zu gehen, um wenigstens den Flugpunkt freizuschalten? Okay, wunderbar. Ja, dieser Ort hier kommt mir sogar bekannt vor. Wir betreten trotzdem jetzt schon mal die Top 4. Oder bitte die Pokémon-Liga, genau. So, wir kommen damit heute zum Ende. Ich werde mich fürs nächste Mal erneut hinsetzen und mein Pokémon-Team leveln. Und das ist nämlich relativ wichtig. Wir werden eine Regel nicht unbedingt anpassen, aber ich will sie speziell nochmal kurz hervorheben. Und zwar, wir haben, Pokémon dürfen nicht höher gelevelt werden als das stärkste Pokémon des nächsten Arena-Leiters. So, ich habe vor längerer Zeit schon mal geguckt gehabt, logischerweise, was für Level die haben. Die Top 4 plus der Champ. Und wenn ich das auch jetzt noch kurz finden dürfte. Deren Level ist hier relativ angenehm in dieser Generation, in der Hinsicht, dass man wieder frei wählen darf, welchen der Top 4 man wann angeht. Das heißt also, die haben alle vom höchsten Level 58. Und dann gibt es den Champ, der hat nochmal mit dem stärksten Pokémon 1 auf 59. Ich werde hingehen und diese Regel so ein bisschen anders auslegen. In der Vergangenheit sind wir hingegangen, oh, wenn 1 Level 20 als höchstes ist, habe ich 18 als höchstes mir angesetzt, damit, falls wir in den Kämpfen Level-Ups bekommen sollten, wir nicht auf einmal diese Regel in Kraft setzen müssen und ich dann dieses Pokémon nicht mehr einsetzen darf. Ich werde jetzt hingehen und das für die Top 4 ein bisschen anders gestalten, in der Hinsicht, ich werde alle auf 58 leveln und
werde die Regel ein bisschen anders auslegen in der Hinsicht, dass die Grenze einfach nur ist, wo wir halt Stopp machen müssen. Also ich kann die 1 auf 60, auf 80, auf 100 bringen oder ähnliches. Aber ich werde nicht die Regel mehr einsetzen, falls 1 auf einmal auf 59, auf 60 oder ähnliches hochspringt. Ich denke, das geht jetzt hier für diesen finalen Abschnitt in Ordnung. Gut, was bedeutet, ich werde mich hinsetzen, werde alle Pokémon auf Level 58 bringen, werde dann fürs nächste Mal sie dann vorstellen, wie sich das Ganze bei den Leuten verändert hat. Und dann kommen wir hoffentlich zu dem großen Finale. Für heute bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, es hat dir gefallen. Und bis dann.